Mähen und Mulchen, das ist eines der Themen im Kurs zum geprüften Natur- und Landschaftspfleger. Dabei werden verschiedene Geräte vorgestellt und von den Teilnehmern verglichen. Bei der Landschaftspflege werden eben Restflächen, die beispielsweise nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden, gemäht. Und hierfür braucht man eine Spezialtechnik, weil es sich oft um Hang- oder um Gräben handelt, die eben spezielle topografische Ausgestaltung haben, die Spezialwerkzeuge und Spezialfahrzeuge brauchen. Ziel des Kurses ist, dass die Teilnehmer die verschiedenen Geräte kennenlernen. So können sie sich einen Überblick verschaffen, welche für ihre Arbeit geeignet sind. In der Grünlandbewirtschaftung ist es so, es gibt einmal die Futternutzung, die jetzt mal hauptsächlich im Fokus der Landwirtschaft steht, das Grüngut tierisch über den Wiederkäuer weiter zu veredeln. Bei der Landschaftspflege geht es aber oftmals darum, Rückzugsorte zu schaffen, Biotope zu schaffen, und Biotoppflege ist eine andere Herangehensweise wie Grünlandbewirtschaftung aus Sicht der Landwirtschaft. Dazu gliedert sich die Schulung in zwei Teile, einerseits das Mähen und andererseits das Mulchen. Was gibt es für Mähgeräte? Scheibenmähwerke, Trommelmähwerke mit und ohne Aufbereiter oder auch Doppelmessertechnik. Was bietet da der Landtechnikmarkt und wann macht es Sinn, welche Technik auf der Fläche einzusetzen? Gehen dann über auf das Thema Zetten und Wenden und auch Schwaden, denn wenn man mäht, muss man beispielsweise wissen, dass man auch das Grüngut auf Schwad legen muss und danach noch in einem dritten Schritt abfährt. Während man beim Mulchen überhaupt nichts abfahren braucht, denn hier haben wir die Schnittgutzerkleinerung. Das heißt, wir schneiden ab, zerkleinern das Schnittgut und lassen es auf der Fläche liegen. Max Rathmeier ist einer der Teilnehmer. Er ist gelernter Forstwirt. Mittlerweile ist er aber mehr im Bereich der Landschaftspflege tätig. Also für mich selber ist jetzt am interessantesten der Vergleich Mulchen und Mähen mit Balkenmäher, handbetrieben. Weil das, sage ich mal, jetzt für unser Einsatzgebiet, für vor allem kleine Flächen, die Schlepper sind, ist eher weniger interessant für mich, weil wir so große Flächen gar nicht bearbeiten oder sehr selten bearbeiten. Und eben die Mulcharbeiten, wenn es klar gefordert ist, dass das Schnittgut zerkleinert werden muss und auf der Fläche verbleibt oder eben nicht verbleibt beim Balkenmäher. Ausgerichtet wird der Kurs von der Regierung von Oberfranken. Insgesamt umfasst er 15 Wochen Lehrgang und 2 Wochen Praktikum. Nach bestandener Prüfung dürfen sich die Teilnehmenden dann geprüfte Natur- und Landschaftspfleger nennen.